zu finden. Nur noch Riese in dieser Partie. Und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Das wird wohl doch der etwas längere Fußballabend. Es riecht nach Verlängerung. Jetzt aber. Der hätte aber drin sein. Ab auf die linke Seite. Eine gefährliche Situation, aber er war voll auf der Höhe. Wenn Sie hier noch was reißen wollen, dann jetzt. Sucht seinen Mitspieler. Hat unglaublich viel Zeit und Platz. Den muss er machen. Da kann er froh sein, dass er den noch bekommen hat. Es steht unentschieden und Ballbesitz ist so wichtig. Man darf den Ball nicht immer so leicht herschenken. Versucht den Pass da durch die Gasse. Entscheidung vertagt. Wir warten nach wie vor auf das ultimative Highlight in diesem Spiel. Beide Teams schienen nur letztlich mit dem Unentschieden nicht unzufrieden. Wobei logisch, wenn man spät den Ausgleich erzielt, dann darf man sich so ein bisschen als moralischer Sieger fühlen. Der Schiedsrichter pfeift ab. Das also waren die 90 Minuten. Und gleich gibt's den Nachschlag in der Verlängerung. Ich bin gespannt, welche Mannschaft sich hier durchsetzt. Ja, der Schiedsrichter gibt Freistoß. Langer Abschlag vom Keeper. Rüber nach rechts. Gut gemacht. Damit hat er ihnen einiges an Ärger erspart. Super, öffnender Pass. Guter Ball in den Rücken der Abwehr. Nee, da ist schon wieder Endstation. Das ist klar erkennbar, dass die richtig Respekt haben vor den schnellen Kontern. Jetzt der Schuss. Der Pass kam genau richtig. Schöner Angriff. Der Pass kommt genau im richtigen Moment. Er steht nicht im Abseits. Hätte das Tor machen können. Aber er scheitert im Entscheidenden. Er hält drauf. Ganz misslungener Schuss. Okay, ein Abschluss war es, aber seien wir mal ehrlich, nicht so richtig vielversprechend. Das war faul, also Freistoß. Und er ist zur Stelle. So jagt man heute den Ball. Einfach mal rausgedroschen. Stark reinge. Und damit endet die erste Hälfte der Verlängerung. Beide Teams haben bislang alles gegeben. Es ging wirklich nur über den Kampf. Die Frage ist, wer hat jetzt noch die Kraft in den verbleibenden 15 Minuten, um das Tor zu machen? Weiter geht's. Ja, diese Partie hier, die plätschert nur noch so vor sich hin. Mal sehen, ob hier noch irgendjemand ein bisschen Risiko geht. Vorstoß über rechts. Bin mal gespannt.
Er zieht in Richtung Tor. Das nächste Mal müssen hier die Kollegen vielleicht ein bisschen besser unterstützen. Abschluss! Schon läuft der Gegenangriff. Diesmal weit nach vorne geschlagen. Macht er den? Er bringt ihn rein. Lang und weit nach vorne. Jetzt könnte was gehen. Einfach herrlich. Er schlägt ihn rein. Den nimmt er direkt. Ja, der war wichtig. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Stark angesetzt zum Kopfball. Da hat nicht wirklich viel gefehlt. Da hat nicht viel gefehlt. Keine schlechte Leistung. Um Haaresbreite hat er das Tor verfehlt. Sucht die Lücke. Raus auf die linke Bahn. Sucht seinen Mitspieler. Aber sowas von deutlich, das ist Freistoß. So, und jetzt genug Fußball gespielt. Ab jetzt wird nur noch geschossen und zwar direkt vom Punkt. Nun schlägt die Stunde für die Torleute, aber nur einer wird das Spielfeld als Held. Wir sind vorbei. Wir haben nach wie vor keinen Sieger und jetzt haben wir das, was beide im Vorfeld des Spiels unbedingt vermeiden wollten. Willkommen zur Lotterie, willkommen zum Elfmeterschießen. Psychologisch immer ein Vorteil, wenn der erste Elfer sitzt. Der wichtige erste Elfer. An den Pfosten. Nie und nimmer wäre der Keeper da noch dran gekommen, aber wie schon erwähnt, Elfmeterschießen ist immer auch Glücksspiel. Links im Gehäuse schlägt der Ball ein. Der Elfer war gut geschossen. Der Keeper spekulierte und entschied sich für die falsche Ecke. Das wäre der Ausgleich. Herrliche Parade. Der Torhüter hat exakt den richtigen Riecher. Wenn er tatsächlich was für die Nerven seines Trainers und seiner Mitspieler tun will. Klasse gemacht vom Keeper. Man sagt ja immer, ein Torwart muss einen Elfmeter nicht unbedingt halten. Hier wurde er allerdings herzlich dazu eingeladen. Und der Schuss geht völlig in die Hose. Da hat der Torwart sich mal eben mit allen Fußballgöttern dieser Welt verbündet. Er hat den Gegner ausgeguckt und den Ball gehalten. Die beiden Teams trennt aktuell ein Tor. Eine tolle Parade des Torhüters. Der Keeper hat den Schützen offenbar genau studiert und so in diesem Duell die Oberhand behalten. Freiburg kann hier auf 2 Tore Vorsprung erhöhen. Und damit steht der Sieger fest. Die Teilnahme am Pokal hat damit ein schnelles Ende. Dabei hatte man das Viertelfinale im Vorfeld schon so deutlich vor Augen. Hansi, was